Was ist eine Diabetikerwunde? Die Ärzte verstehen nicht ganz, warum manche Patienten mit Diabetes letztendlich eine diabetische Wunde entwickeln. Am häufigsten ist dies bei Patienten mit Neuropathie. Diabetische Wunden treten im Allgemeinen in Form eines Geschwürs auf, in der Regel an den Füßen und den unteren Extremitäten. Dies kann teilweise durch eine Neuropathie in den Füßen verursacht werden, die kribbeln, verbrennen und schließlich einen vollständigen Gefühlsverlust in einem oder beiden Füßen verursachen kann. Wenn das Gefühl verloren geht, können Patienten oft nicht erkennen, wann ein Fuß geschnitten, punktiert oder sogar gebrochen ist. Dies ist zwar eine Theorie, aber es wurde auch festgestellt, dass die große Mehrheit der Diabetiker einen Magnesiummangel hat. Ergänzungen oder das Verzehr von magnesiumreichen Lebensmitteln können eine moderate Erleichterung bieten. Bevor eine diabetische Wunde effektiv behandelt werden kann, muss der Arzt zunächst das Ausmaß der Schädigung des Bereichs bestimmen. Die Durchblutung im betroffenen Bereich wird getestet, da eine ordnungsgemäße Durchblutung für die Heilung unerlässlich ist. Röntgenaufnahmen oder Magnetresonanztomografien können auch durchgeführt werden, um zu bestimmen, ob sich die Wunde über die Oberfläche erstreckt, um Muskel- oder Knochengewebe zu beeinflussen. Wenn Sie diese Dinge im Vorfeld kennen, können Sie feststellen, wie gut eine Wunde heilen kann. In einigen Fällen ist die Wunde möglicherweise nicht behandelbar, und die Extremität muss amputiert werden. Die Behandlung von diabetischen Wunden umfasst das Entfernen von infiziertem oder totem Gewebe aus dem Bereich und das Reinigen mit einer Salzlösung. Die Wunde wird dann abgedeckt, um eine Kontamination oder Infektion von außen zu verhindern. Nahezu jede Art von medizinischem Verband kann verwendet werden, um eine diabetische Wunde abzudecken, jedoch kann ein spezialisierter Verband mit bestimmten Medikamenten und Zusätzen für Wunden verwendet werden, die nicht gut auf die Behandlung ansprechen. Die Patienten müssen auch das betroffene Gebiet so weit wie möglich belasten. Je nach Ausmaß der Wunde kann eine vollständige Bettruhe erforderlich sein. Bei weniger schweren Wunden muss der Patient möglicherweise einen Rollstuhl, Krücken oder eine andere Methode verwenden, um das Gewicht von dem verletzten Bereich fernzuhalten. Total Contact Casts können ebenfalls verwendet werden, da sie die Wunde nahezu vollständig entlasten und eine hervorragende Heilungserfolgsrate aufweisen. Das Anlegen ist jedoch zeitaufwendig, und manche Ärzte bevorzugen eine leicht entfernbare Option für häufige Wunduntersuchungen. Die Infektionskontrolle muss streng überwacht werden, um schwerwiegende Komplikationen und Amputationen zu vermeiden. Eine Infektion ist für die meisten Patienten der gefährlichste Umstand einer diabetischen Wunde und der Faktor, der am ehesten zu Amputationen und längeren Heilungszeiten führt. Die Wunde muss sauber und frei von Verunreinigungen gehalten werden. Wenn Infektionen auftreten, sollte ein Breitbandantibiotikum verabreicht werden, um mögliche Krankheitserreger abzudecken, die die Wunde infiziert haben könnten. Bei sehr schweren Infektionen können Medikamente intravenös verabreicht werden.